Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mir gedacht, ich vlogge heute noch mal ein wenig für euch an diesem Sonntag. Heute ist wahnsinnig schönes Wetter und wir werden natürlich den Tag draußen im Garten verbringen. Und ich habe mir gedacht, ein Gutes hat das natürlich auch, weil momentan können uns natürlich Freunde, Familie nicht besuchen. Und ich weiß, viele schauen aber trotzdem hier immer zu bei YouTube. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich auch ein bisschen den Fortschritt im Garten und dann sehen auf jeden Fall alle, die zuschauen, also auch die, die uns jetzt nicht besuchen können oder wie auch immer, wie wir ja, das unten gestaltet haben. Und ja, was passiert heute genau? Wir grillen heute an. Ich mache jetzt gleich zwei Salate und zwar mache ich einen Gurkensalat, einen Möhrensalat. Ich zeige euch auch, wie ich die mache und warum Gurken- und Möhrensalat. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier bei YouTube schon erzählt habe. Doch, wenn der Food Hall schon online gekommen ist, dann habe ich es dort erzählt. Ich habe mit Weight Watchers wieder angefangen, wie damals nach der Geburt von der Mali auch. Ja, fragen mich auch mal ganz viele Weight Watchers, ist das zu empfehlen? Weight Watchers ist keine Diät, ist eine Ernährungsumstellung. Man darf vom Prinzip alles essen. Und wenn man stillt, hat man mega viele Punkte, muss ich wirklich sagen. Also eigentlich kann man alles essen, auch Süßes und so. Man lernt einfach nur noch mal ein bisschen drauf zu achten. Und es wirkt Wunder. Mir fehlen jetzt noch 4 Kilo bis zum Ausgangsgewicht vor der Geburt. Ja, und grillen geht vollkommen klar. Also grillen ist ja immer ohne Fett in der Pfanne und so. Das passt dann immer sehr gut. Auch vom Fleisch passt das eigentlich gut rein. Also wir haben sogar Würstchen dabei. Also auch sowas darf man essen. Aber klar, Gurken- und Möhrensalat passt natürlich besser da rein wie so Nudelsalat oder Kartoffelsalat. Wobei ich da schon mega Bock drauf hätte. Also ich stehe wirklich auf Mayo, muss ich jetzt wirklich mal an der Stelle sagen. Genau, das werde ich euch zeigen. Ansonsten ja, zeige ich euch nachher noch, was Mali zu Ostern bekommt oder was die Kinder zu Ostern bekommen. Wie gesagt, den Garten zeige ich euch. Den Balkon haben wir heute Morgen schon ready gemacht, weil da wollen wir natürlich auch gerne mal drauf sitzen, morgens oder abends. Den haben wir letztes Jahr übrigens renoviert oder umgebaut, sage ich jetzt mal. Und ihr seht hier schon so einen kleinen Zauberkopf die ganze Zeit. Das ist nämlich die Maya. Die steckt nämlich mitten im Schub. Also irgendwie dachte ich beim zweiten Kind, achtest du da nicht mehr drauf? Das ist eh alles Quatsch, aber ihr kennt doch bestimmt alle dieses Oje, ich wachse. Und ich muss sagen, das stimmt wirklich. Ich stecke mitten in diesem 7-8-Wochen-Schub. Und bald müsste es vorbei sein. Also man rechnet da ja immer nach dem errechneten Termin, nicht nach dem tatsächlichen Geburtstermin. Und es passt wie Faust aufs Auge. Also sie lässt sich gar nicht ablegen. 0,0. Überhaupt nicht. Weder in die Wippe, noch in den Hochstuhl, noch auf egal was. Auch nicht mit Geräuschkulisse. Nee, also nur auf dem Arm. Ich teste jetzt heute zum ersten Mal von Fidella die Trage Fusion. Ich weiß gar nicht, habe ich die irgendwann mal gezeigt? Also die habe ich neu und habe sie noch nie ausprobiert. Aber ich habe auch noch ein Tragetuch, ich habe auch noch die Masupi-Trage. Ja, so, das wollte ich euch einfach so ein bisschen zeigen. Genau, ich fange jetzt mal mit den Salaten an und dann schauen wir einfach mal. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. So, ich habe jetzt hier schon mal Möhren geschält. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich gucke halt immer, wie viel ich da rausbekomme. Ich habe hier auf jeden Fall noch Möhren liegen. Also kann sein, dass ich noch welche nachschäle. Und ich mache die Salate immer mit meiner Küchenmaschine. Also ja, ich habe keinen Thermomix und ich habe halt einfach so eine 0815 Küchenmaschine. Ich weiß nicht, was kostet die? 40, 50 Euro. Und ich liebe die wirklich, weil man kann also mit diesem Aufsatz jetzt auch einfach, ich habe die gerade abgespült, deswegen ist sie nass. Also mit diesem Aufsatz kann man dann Möhrensalat machen oder Zucchini-Stifte auch oder Weißkohlsalat machen wir halt auch damit. Ja, ist halt super praktisch und danach kann man das Ding halt umdrehen und damit kann man, mit dieser Seite kann man dann Gurkensalat machen, also Scheiben. Oder, ja, der hat auch für unten so, wie heißt das, so Messer für unten reinzumachen. Da kann man halt auch einfach, weiß ich, mache ich oft, wenn ich Frikadellen oder sowas mache, das Hackfleisch da rein. Also super praktisch und ich zerkleinere jetzt mal die Möhren. So, der Möhrensalat ist jetzt schon fertig. Dressing habe ich ganz einfach gemacht. Moment. Aus Sonnenblumenöl, 7 Kräuteressig, bisschen Schlagsahne, also ich habe das alles abgemessen mit Esslöffeln, plus Petersilie, Salz, Pfeffer, bisschen Zucker und jetzt zieht das halt und dadurch, dass die Möhren halt so geraspelt sind, verliert der nachher noch Flüssigkeit und wird halt super schön saftig. So, Gurkensalat ist auch fertig, muss ich euch jetzt nicht erklären, wie das funktioniert. Ich glaube, weiß jeder, wie ein Gurkensalat geht. Oh, naja. Wird wieder unruhig. Ich stelle den jetzt kalt und still sie noch mal eine Runde. Ich habe mir jetzt hier noch schnell eine Erdbeer-Bananenmilch gemacht, weil die Erdbeeren weg mussten. Ja, mit ganz normaler 1,5% Fettmilch, bisschen Süßstoff und dann püriert. Meckert nicht über den Strohhalm. Die Strohhalme habe ich schon
seit 5 Jahren im Schrank stehen und die benutze ich natürlich jetzt noch weg. Hier übrigens meine wunderschöne Osterdeko von Depot. Und ja, ich trinke jetzt meine Erdbeermilch und still die Maya. Und ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viel gebastelt wie in den letzten Wochen. Aber irgendwie muss man irgendwie die Zeit totschlagen und die Kinder beschäftigen. Und was ich euch als Tipp auf jeden Fall geben kann, richtig cool. Wir haben einmal mit Salzteig hier so Sachen gemacht. Da haben wir auch Malis Handabdruck, Mayas Handabdruck, Mayas Fußabdruck. Dann haben wir halt noch so Osterdeko gebastelt. Die hänge ich später noch auf. Wir haben Eier ausgeblasen und angemalt. Und wir haben Osterkarten gebastelt. Und zwar ist das Malis Handabdruck. Da haben wir aber nur zwei Finger, also nur zwei Finger angemalt. Dann ist halt so ein Hase draus entstanden. Und ja, auf der Rückseite haben wir dann aus so einer Kartoffel noch so ein Osterei geschnitzt. Und ja, haben wir ganz viele Osterkarten gemacht für Familie und Freunde, die wir jetzt in den nächsten Tagen auch verschicken werden. Genau, also das so ein bisschen als Inspiration, falls ihr auch noch irgendwas sucht. Aber sowieso malen und kneten. Geknetet haben wir super viel. Ah ja, was ich auch noch zeigen kann. Was auch richtig cool ist, ist dieses Playmais. Das kannte ich schon aus Malis Kindergarten. Das hatte ich bei Amazon bestellt. Verlinke ich euch auch gerne mal. Das ist so ein Rieseneimer. Und ja, da kann man einfach mit Wasser die Teile verbinden und daraus halt ganz viel basteln. Und ja, so das als Tipps, was man zu Hause noch an Beschäftigung machen kann. So, ich weiß gar nicht, bis wohin ich das zuletzt gezeigt hatte. Also den Teich habe ich gezeigt, das ist klar. Drumherum hat er Schiefer gelegt und hier hat er so eine Trockenmauer gebaut, auch aus Schieferstein und halt hier nochmal ein bisschen gebuddelt und uns quasi hier so eine Terrasse hingebaut. Ist von Mali noch ein bisschen Spielzeug, die spielt hier gerade. Genau, also ich gehe mal gerade runter, zeige das so, also einmal von oben, hier plätschert es schön. Ja, einmal hier unten. Hier hat er so eine Wanne eingebuddelt. Die hatten wir hier schon auf dem Grundstück. Die hat er ausgebaut und dann hier eingebaut. Und ja, da können wir halt quasi unser Wasser immer zum Gießen abpumpen. Hier sind auch Seerosen noch drin. Wasserschnecken haben wir. Oh, und ich sehe gerade, da schwimmen auch kleine Kaulquappen. Wie cool. Ja, hier hat er so einen Bachlauf gebaut. Das kann man gleichzeitig als Kühlung benutzen mit ein paar Wasserpflanzen drin. Ist auch Wasserminze mit dabei. Ja, eine kleine Kaulquappe, ne? Da ist auch eine. Müssen wir gleich mal genau gucken, ne? Total cool, ja. Und wie gesagt, hier die Trockenmauer. Hier hat er dann so ein bisschen ja, alles verlegt. Eine Terrasse gebaut aus alten Terrassenplatten, die wir noch da hatten. Also richtig cool. So, weiß ich nicht, low budget, unsere kleine Terrasse. Auf jeden Fall haben wir es hier richtig schön. Ja, da läuft gerade noch die Pumpe. Sie gießt noch ein bisschen. Und wir grillen jetzt hier. Ein bisschen klein der Tisch. Wir haben auch noch eine größere Tischgarnitur, aber die steht oben auf der Terrasse. Happy ist auch da. Ja, und hier übrigens das Stück, das haben wir komplett gerodet. Da kommen jetzt noch Grassamen drauf. Dann wächst hier auch wieder Wiese. Dann haben wir es hier auch wieder schön. Wobei da oben kommt natürlich auch noch eine Terrasse hin beim Trampolin, falls ihr das seht. Ja, dass wir auch nicht immer so weit runterlaufen müssen. Ich melde mich jetzt nochmal von hier unten. Genau, wir haben jetzt gegessen, wir haben auch schon die Sachen hochgebracht. Ich habe die Trage mittlerweile nochmal gewechselt. Irgendwie finde ich das hier vom Kopfteil besser. Und jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen hoch in die Sonne. Weil hier unten, wie gesagt, haben wir jetzt keine Sonne mehr, das ist halt so. Aber hier unten ist es dafür windstiller. Doch, da oben ist noch Sonne. Nein, so, wir haben gerade noch ein Eis gegessen, Mali ist noch dabei. Ich zeige das jetzt hier einmal im aufgeräumten Zustand. Wir gehen nämlich jetzt nach oben. Hier ist der kleine Bachlauf, wo man auch kühlen kann. Die Wanne, da machen wir übrigens irgendwann Goldfische ran, also mir Wasser abgepumpt, für oben zu gießen. Hier haben wir die kleine Terrasse. So, und hier oben genießen wir jetzt noch ein bisschen die Sonne. Ist jetzt 6:30 und der hat auch schon seine Palmen alle rausgeholt. Die dürfen jetzt draußen bleiben. Olivia haben wir noch einen Sandkasten stehen, haben wir von Nachbarn geschenkt bekommen. Den streichen wir noch die Tage. Ja, hier machen wir, wie gesagt, auch irgendwann eine richtige Terrasse hin. Aber im Moment ist das halt noch ein bisschen provisorisch. Simi und Mali topfen jetzt draußen noch schnell ein paar Palmen um. Und ich nutze jetzt die Gunst der Stunde, weil Maya ist auch eingeschlafen, und packe noch die Ostergeschenke ein. Und ich wollte euch die einmal zeigen. Ist ja jetzt auch nicht mehr lang bis Ostern, eine Woche, und deswegen, ich zeige euch mal gerade, was die Mädels zu Ostern bekommen. Dazu möchte ich noch kurz sagen, es ist dieses Jahr ein bisschen mehr geworden, liegt einfach an der Situation. Also
Mali leidet natürlich auch darunter, dass sie nicht in den Kindergarten kann. Ich glaube, in dem Alter kann man das auch nicht wirklich verstehen, was hier im Moment los ist. Und wir versuchen ihr natürlich, ja, das hier zu Hause so schön wie möglich zu machen. Und da sie halt nicht mehr in den Kindergarten gehen kann, ist dieses Osterfest ihr absolutes Highlight. Und ja, wir wollen ihr halt einfach ein schönes Fest bereiten, eine Freude bereiten und sie natürlich auch irgendwie beschäftigt bekommen. Und daher, wie gesagt, ist es dieses Jahr einfach ein bisschen mehr geworden. Und wie gesagt, ich zeige euch das jetzt einmal. Ich fange mit dem Geschenk für die Maya an. Die bekommt nämlich auch etwas. Dazu möchte ich sagen, ja, natürlich wäre das nicht nötig gewesen, das weiß ich auch. Sie kriegt das einmal noch nicht mit. Und wir haben eigentlich auch wirklich alles da, was es für ein Baby, ja, was man für ein Baby braucht. Dennoch, ja, fand ich die Idee ganz schön, dass Mali halt sieht, dass der Osterhase natürlich auch was für ihre Schwester mitbringt. Und von meinem schlechten Gewissen her habe ich das auch nicht ja, über mich gebracht. Und ich habe hier so einen Oberall-Spielbogen gekauft. Und das Praktische daran ist, man kann den wirklich überall dran befestigen. Also egal, ob am Hochstuhl, am Maxi-Cosi, am Kinderwagen, am Buggy später. Und ja, natürlich haben wir einen Spielbogen. Wir haben auch eine Wippe mit so einem Spielkranz dran. Aber das hier ist halt so praktisch, weil ich es überall dran festmachen kann. Und daher, ja, habe ich den für die Maya eingekauft. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Sachen unten in der Infobox. Da habe ich alles bei Amazon gekauft, wie immer. Und ja, findet ihr dann in der Infobox. Weiter geht's mit den Sachen für die Mali. Ja, die ist im Moment absolut im Bibi und Tina-Fieber. Wirklich alles mit Bibi und Tina. Das wird rauf und runter gesungen, gespielt. Pferde sind der absolute Hit. Und deswegen mussten natürlich auch zwei Sachen von Bibi und Tina mit dabei. Diese Tasse habe ich durch Zufall im Norma-Prospektchen gesehen. Und die hat auch, wie ihr seht, nur 2,99 € gekostet. Die war, wie gesagt, eigentlich nicht vorgesehen. Aber dann habe ich gedacht, komm, für 2,99 € und ich weiß, sie freut sich darüber riesig, habe ich diese Tasse eingekauft. Dann habe ich hier so ein Dreier-CD-Set von Bibi und Tina. Da sind halt drei CDs drin mit dem Motto, die Ponys sind los, also drei Geschichten über Ponys. Wir haben zwar eine Tony-Box und auch ganz viele Tonys, aber sie hat natürlich auch einen CD-Player, ganz oldschool, wie das halt so ist. Und hat aber auch nur eine Bibi und Tina-CD und die wird rauf und runter gehört. Und da musste jetzt einfach mal Abwechslung her. Ja, die haben auch nur 9,99 € gekostet bei Amazon. Wie gesagt, drei CDs, die gibt es dann auch noch mit dabei. Dann bin ich halt immer ein Fan davon, Bücher zu verschenken. Also bei mir gibt es auch immer für Mali zu Nikolaus oder zu Weihnachten, wie auch immer, zum Geburtstag, immer ein Buch mit dabei, weil ich das einfach wichtig finde, vorzulesen. Und ich finde das auch schön. Und das hier ist so ein schönes Buch. Das ist eine absolute Empfehlung, weil da steckt so eine schöne Message dahinter. Also kann ich absolut empfehlen. Die kleine Hummel-Bommel, ja, kennt vielleicht der ein oder andere von euch sogar. Ja, das bekommt sie dann, wie gesagt, auch mit dabei. Und last but not least, ja, Mali hat zum dritten Geburtstag eine Babyborn bekommen. So eine richtige, die auch Pipi macht und weinen kann. Und ja, hat auch ein bisschen Zubehör dafür und hatte auch schon gesagt, sie wünscht sich vom Osterhasen ja Sachen für die Babyborn, also Kleidung oder wie auch immer. Und da gibt es ja echt so viele Sachen, die sind halt auch leider nicht ganz günstig. Aber ich habe mich jetzt für Folgendes entschieden, so ein Regen-Outfit, also so ein, weiß ich, Matsch-Outfit oder Regen-Overall mit Gummistiefeln und Schuhe sind eh voll begehrt bei Mali mit der Babyborn. Die liebt das, die an- und auszuziehen. Und so eine kleine, ja, Spielzeugente ist noch dabei und ich weiß, das hier wird so gut ankommen. Da wird sie sich so drüber freuen. Wie gesagt, ist ein bisschen mehr dieses Jahr geworden, aber habe ich ja schon beschrieben, warum. Und das sind auf jeden Fall Malis Ostergeschenke. Und hier noch ganz heimlich im Schrank versteckt zwei Osterkörbchen. Das ist für Mali, das muss ich noch ein bisschen schöner herrichten. Das ist natürlich auch Schokoeier und sowas noch unten drunter. Und das ist für Simmy, ein After Eight Osterhasen, total ekelhaft. Und ein Zartbitter Osterhasen, genau. Und die, also das verstecke ich dann heimlich für Simmy noch im Garten, das weiß der nicht. Und Mali bekommt halt das hier. An der Stelle wollte ich euch noch kurz darauf aufmerksam machen. Ich hatte euch ja damals meine Herzkette gezeigt von Mindpunkt mit den zwei Namen der Mädels. Und bei Instagram habe ich die hier schon ein paar Mal gezeigt. Das ist ja jetzt hier eine Kette mit unseren vier Namen eingraviert. Ich hoffe, man sieht das. Und bei Mindpunkt gibt es aktuell noch 20%. Den Code OSTERN20, wenn ihr dort bestellen wollt. Zusätzlich gibt es ja noch meinen Code LISISCHNISI19. Damit spart ihr halt immer euch die Versandkosten. Das ist jetzt natürlich auch Werbung an der Stelle. Aber ich weiß, viele mögen den Schmuck genauso. Und ich denke immer, wenn die so einen Rabatt haben, lohnt sich das. Von daher, genau, also bis 13. April habt ihr noch die Möglichkeit, 20% zu sparen. Wie gesagt, plus mein Code LISISCHNISI19 für Versand kostenfrei. Ja, ich setze euch den Link zu der Kette und die Rabattcodes in die Infobox, wer Interesse hat. Ansonsten müsst ihr ja auch nicht vorbeischauen, genau. Ja, das ist jetzt auch der Moment, wo ich dieses Video wieder beenden werde.
Ich hoffe wie immer an der Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr Lieben!